Truth or Lie. Truth or Lie heisst es da bei der Soccer Lounge. Der Gaetano hat gerade noch ein leistungsförderndes rotes Gummibärli eingeschmissen, damit er parat ist für die Runde. Ich stelle euch 5 Behauptungen auf, die sind entweder wahr oder falsch. Ihr signalisiert das mit dem Daumen, wenn es richtig ist oder wenn es falsch ist. Jeweils auf 3 eure Daumen. Behauptung A. In Basel hat es mal einen Verein gegeben, der hat geheissen Grasshoppers Basel. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen 1, 2, 3. Es ist richtig. Also gar mal gegen den geschüttet? Nein, wirklich? Ja, ja. Basel. Gunnar? Das weiss ich. Nein, ich weiss nicht, aber ich weiss, ja. Grasshoppers Basel. Gut, hat er einen gewissen Vorteil gehabt. Grasshoppers Basel. Richtig. Die zweite Behauptung. Thun ist die grösste Schweizer Stadt, aus der noch nie ein Verein Schweizer Meister geworden ist. Richtig oder falsch? Eure Daumen auf 1, 2, 3. Es ist richtig. Alle grösseren Städte sind schon mal Schweizer Meister geworden. Thun ist die grösste. Das wirst du ändern, oder? Also, ist das jetzt nur Fußball gewesen? Oder? Nur Fußball, ja, nur Fußball. Wacker Thun, habe ich gedacht. Die haben das Meisterwort. Nein, es ist schon. Nicht definiert. Es heisst The Soccer Lounge. Ah, okay. Soccer. Drum ist Handball sehr selten ein Thema bei uns. Dritte Behauptung. Der Ronaldinho hat die Copa America 2001 verpasst, weil er sich eine Verletzung geholt hat, wo er übermäßig PlayStation gespielt hat. Ist das richtig oder falsch? 1, 2, 3. Gaetano hat es gewusst natürlich. Es ist falsch. Es ist erstunken und erlogen. Wobei der Alessandro Nesta hat sich mal so verletzt. Er musste die Hand operieren beim PlayStation spielen. PlayStation ist nicht das Thema, du bist ein Fußballer, logisch. Ja. Logisch. Tattoos und PlayStation, das muss sein. Klischee. Behauptung 4. 2/3 der Schiedsrichter in der Super League von diesem Jahr sind Lehrer, hauptberuflich. Ist das richtig oder falsch? Ihr kennt alle Schiedsrichter, gehen Sie jetzt wahrscheinlich gerade durch. Richtig oder falsch? 1, 2, 3, eure Daumen. Gaetano hat es auch wieder gewusst. Das ist falsch. Aber es sind doch etwa 4, sind glaube ich Lehrer. Man muss so gewisse Eigenschaften mitbringen, wenn man Schiedsrichter ist. Ich darf das sagen, ich bin Lehrersohn. Behauptung 5, das hast du dafür einen gewissen Vorteil. Der Mario Frick, liechtensteinische Legende, ist der einzige Fußballer weltweit, wo 100 Länderspiele verloren hat. Richtig oder falsch? Eure Daumen 1, 2, 3. Es ist richtig. Was? Er hat wirklich 100 Spiele verloren. Gegen Österreich hat er sein 100. Spiel verloren, sein letztes Länderspiel. Er wird jetzt dann vielleicht überholt. Es gibt in Andorra den Ildefons Lima, weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der hat bei Bellinzona gespielt. Ja. Der hat jetzt schon 97 Mal verloren und er ist noch aktiv. Da kann der Mario vielleicht. Dein ehemaliger Trainer, oder? Ja, das stimmt. Ist er ein guter Trainer? Ja, macht's gut. Macht's gut, versteht viel von Fußball. Wenn man so lange gespielt hat, dann muss man das. Muss man das fast. Gegen Basel, bist du zuversichtlich? Auf jeden Fall. Wieso nicht? Aber wir müssen natürlich noch sagen, wer gewonnen hat. He? 2 mit 4 Punkten haben wir. Haben wir noch schnell die Einblendung? 2 mit 2 Punkten. Das gibt natürlich auch. Ein Preis natürlich. Mit 2 Punkten jeder Gaetano und der Florian. Da hat es ganz viele so absurde Geschichten drin. Aber wir sind ja nicht so gemein. Komm, wenn Sie nicht schauen, kommst du raus. Nur ein Punkt. Ja, er holt Punkte lieber auf dem Feld. Ja, danke vielmals. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com and We Love Football.